Warte, da war noch eine Topfpflanze. Die können wir doch bestimmt noch bekritzeln. Hier. Kritzelpflanze. Sehr gut. Und? In diesem Bild gießt Nützlich Boy die Blumen vorm Tiefparterre-Cave. Das Wichtigste. Bekritzeln und den Comic benutzen. Das Wichtigste. Geh zu Flur. Schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Noch eine Topfpflanze. Kritzeln. Okay. Und nein, Comic. Edna, aufhören! Ja, du darfst sorry. Mit dem Captain Unbrauchbars Abenteuern herumkritzeln. Das wäre respektlos. Harvey? Ich glaube, Respekt schreibt sich mit E. Wer benutzt schon die Texteinblendung? Hier das. In diesem Bild gießt Nützlich okay, Boy das die Blumen schon. Vorm Tiefparterre. Gerade bei der anderen Pflanze. Hier ist das Fitzi. Toilette. Wir sind hier auf dem Herren-WC. Oha, Pokis Audiokommentar haben wir noch gar nicht. Müssen wir gleich nachholen. In diesem Bild putzt Captain Unbrauchbar seine Ultraschall-Ohrstöpsel. Gut, hier gibt's erstmal nicht viel zu sehen. Können wir es bekritzeln? Den können wir dann später nass noch mal schreibt her. Er nicht mehr. Schade. Ein bisschen Desinfektionsmittel mitnehmen aus dem Bad. Kann zur Corona-Zeit nicht schaden. Jo. Die haben wir noch hier. Hier haben wir noch den Audiokommentar anzuhören. Hier. Lasst mal den Poki reden. Oh, in diesem Raum ist sehr viel zu erzählen. Also erstmal ist hier das ganz prominent an der Monitorwand das wohl absurdeste und am meisten kritisierteste Rätsel, was es in Edna Bricht ausgibt. Findet es selbst raus und bitte hasst mich nicht dafür. Und zweitens ist hier natürlich ganz prominent im Bild der Wächter namens Blase, mit dem es einen aus meiner Sicht gelungensten Dialoge gibt. Ich fand einfach die Idee toll, dass man versuchen muss, an den Generalschlüssel zu kommen, der ihm da am Gürtel baumelt, indem man halt versucht, ihn zu überreden, dass er doch eigentlich aufs Klo müsste, weil er halt den ganzen Wasserbeutel genau leer so. Getrunken ja, hat. Genau so. Ich habe da selbst halt eine Art sadistischen Spaß bei entwickelt, halt einfach ihn irgendwie immer weiter mit diesen Dialogoptionen zu quälen, wo man ihn halt irgendwie auf Wasser ansprechen kann und halt irgendwie, dass alle Gesprächsoptionen darauf hinauslaufen, dass ein Bild vom, ich weiß gar nicht, wie oft ich auf Toilette gegangen bin, als ich diesen Dialog geschrieben habe. Auch bemerkenswert ist vielleicht das Gespräch mit dem Mülleimer hier. Das war so eine dieser Situationen, wo ich halt irgendwie um 3 Uhr oder 4 Uhr nachts, während ich die Texte geschrieben habe, also schon längst mit dem Zeichnen fertig war, mir halt irgendwie eingefallen ist, ja so, was schreibst du denn da jetzt? Jetzt redet sie auch noch mit dem Mülleimer. Und dann ist mir eingefallen, ja, könnte doch halt irgendwie so ein Oscar aus der Mülltonne in diesem siffigen Wasserbecher-Gewusel halt irgendwie wohnen und einfach zurücksprechen. Das wäre halt sehr überraschend. Dann tatsächlich habe ich diesen Gedankengang nicht so gedacht, sondern tatsächlich habe ich plötzlich angefangen zu kichern. Ich habe irgendwie 5 Minuten gekichert und dann war ich mir ziemlich sicher, ich muss das machen, auch wenn es totaler Wahnsinn war, halt dann plötzlich wieder anzufangen zu zeichnen und halt irgendwie diesen Oscar, wie er halt irgendwie aus der Mülltonne kurz rauskommt und dann noch eine Talk-Animation, das Ganze einzubauen. Während ich halt eigentlich schon längst an den Dialogen geschrieben habe, also an den Objekttexten. Aber einfach, weil ich selbst halt so gekichert habe, habe ich gedacht, das musst du machen, das kannst du jetzt nicht weglassen. Dann habe ich das noch gemacht, dann war ich halt noch eine Stunde länger auf oder 2 oder ich weiß es nicht mehr. 25. Jo. Also, Modi, wir müssen den ablenken, dadurch, dass wir den zum Bissen bringen. Jo. Ganz genau so.
Und weitere Audiokommentare. Ja, wenn man alles selbst zeichnet und kein Budget zur Verfügung hat, dann kann man auch eine Reihe von Räumen zeichnen, die überhaupt keinen spielerischen Wert haben. Außer, dass sie halt ein paar mehr Ausgänge zur Verfügung stellen. So ein Raum ist dieser hier. Ich mag ihn. Ja, das ist halt hier ziemlich ein Durchgangsraum. Hier kann man nichts machen. Nicht viel. Okay, hier haben wir schon alle Audiokommentare durchgeboxt. In den vergangenen Streams. Jung, geh zu Flur. Ich mag dieses Knarzen der Bodendielen, die Finn in seinen Soundtrack eingebaut hat. Sowieso die Gitarrenmusik zu diesen eher ruhigen Screens, die keine andere Aufgabe haben, außer halt neue Türen zu öffnen, sodass der Spieler möglichst schnell verfordert ist. Gut, mit den ganzen Möglichkeiten, wo er zuerst halt irgendwie ansetzen kann, um eine Lösung für sein augenblickliches Problem, was es auch immer ist, unterstreicht irgendwie, glaube ich, ganz gut die Stimmung, die ich insgesamt in dem Spiel haben wollte. Aber hier gibt es ja doch zwei Hotspots, eine Pflanze und ein Fenster. Sie haben nichts mit dem Spiel zu tun. Sind einfach nur da. Einfach nur da. Gut, dass wir es wissen, dass wir hier nicht viel suchen müssen. Fenster können wir trotzdem mal ansehen. Ah, die Freiheit. Freiheit. Tja, das Fenster bekritzeln können wir nicht. Nein, ich will mir nicht den Ausblick ruinieren. Verstehe ich vollkommen. Na dann, die nächste Tür. Oh. Eine Art Warteraum oder so. Oh, ein Bärtchen gemalt. Ich markiere mir lieber den Weg hierher. Markiere mir den Weg. Ah, okay, hier. Hier die Wand hoch, dann da. Aha, verstehe. Zum Kaugummiautomaten. Sehr schön. Yippie! Da kommt ja wirklich was raus! Mhm. Kaugummi. Buah! Alt und ungenießbar. Wer hätte es gedacht? Wir haben jetzt kein Kaugummi im Inventar. Schade. Yippie! Da kommt ja wirklich was raus! Buah. Alt und ungenießbar. Hm. Vielleicht können wir hier... Das ist kein Wasserspender. Das ist ein Kaugummiauto. Hätte ja sein können. Mart. Na gut, du bist der Mart. Dann bin ich aber Captain. Oh Mensch. Der Deponia, Dedelic. Ein Abrecht Aushumor. Immer der Beste. Captain Unbrauchbars Achillesferse ist seine Blasenschwäche. Warteraum oder auch Pausenraum. Für den Wächter, der niemals seinen Platz verlassen darf. Wie gemein. Aber er hat doch seinen Platz verlassen, also... ja. Nein, nein, beiße niemals die Hand, die dich füttert. Das heißt aber auch, dass Lebewesen mit gefütterten Händen beißen dürfen, wen, wo und wann sie wollen. Na dann auf. Kaffeemaschine. Nützlich Boy hat die Superfähigkeit, Kaffee zu kochen, durch den man hindurchsehen kann. Dann ist es schlechter Kaffee. Wenn man durchsehen kann, dann ist es ekliger, dreckiger Kaffee. Jo, Dartbrett. Captain Unbrauchbars Hauptquartier ist der Tiefparterre Cave. Per Knopfdruck verwandelt sich die taktische Hauptkonsole in einen Kickertisch, bei dem allerdings der Ball fehlt. Jut. Polosteger. Ich glaube, ich habe die Triple 20, die Triple 12, Bullseye. Wow, schön. Ich habe über 1000 Punkte.
mit einem Fotosteg auf eine Dartscheibe haust. Ja. Ansehen, die Freiheit. Geht die Sonne auf oder unter? Ich habe in der Zelle mein Zeitgefühl verloren. Ich würde sagen unter. Sieht sie nach so einem Untergang aus. Scheibe. Mist. Sicherheitsglas. Tja, den Tisch beschmieren. Na komm. Können wir nicht. Kaffeemaschine. Bartkratz. Ein bisschen Kaffee mitnehmen, wäre doch geht mal toll. Nicht. Die Kanne ist leer. Ach, da sind wir schon im Pausenraum und es gibt kein Kaffee. Das ist... Wie ich sowas hasse. Das ist doch unmenschlich hier. Das ist doch... Da muss ich aufs Härteste protestieren. Das ist das hier. Kein Kaffee für Edna. Das ist doch... Das ist, ja. Unter unmenschlichsten Bedingungen werden wir hier gehalten. Müsli-Cornflakes nehmen. Nein, danke. Das ist mir zu gesund. Stimmt. Und hast recht. So wie es aussieht, sind sie am Schrank festgetrocknet. Jung. Aber Harvey, den können wir doch bestimmt. Harvey mit Müsli. Willst du Müsli, Harvey? Gesund. Kommt drauf an, welches Müsli, wenn es Schokomüsli ist. Guck mal, Harvey, Marmelade. Ich hätte auf außerirdische Lebensform getippt. Kann ja sein. Ich habe auch nur geraten. Harvey mit... Harvey bekommt keinen Kaffee. Er ist so schon vollkommen überdreht. Niggidi, biggidi, niggidi, biggidi, niggidi, biggidi. Kuckuck! Glaube ich gar nicht. Harvey und überdreht. Was hat das... Nein, das halt ja für... Ich trinke meinen Kaffee nicht. Immer ohne Poloschläger, wenn es recht ist. So ein Zufall. Genau wie ich. Du trinkst doch gar keinen Kaffee. Aber wenn doch, dann garantiert ohne Poloschläger. Aha. Modi schreibt, kein Kaffee im Pausenraum. Unsere Firma würde innerhalb von Sekunden brennen. Also... Unsere auch, also meine auch, also ist nicht meine Firma, das ist recht unwahrscheinlich, aber unsere Firma auch, da, ich würde es anzünden, habe ich jetzt nicht notgesagt, kein Kaffee im Pausenraum, es ist das Unmenschlichste, es ist ja skandalös. Die Kaffeemaschine sieht übrigens genauso aus wie meine Kaffeemaschine zu Hause, ich habe irrsinnig viel Kaffee getrunken. Und ich glaube, wenn man sich hier gerade die Linien an den Fenstern anguckt, dann sieht man das auch. Ja, gerade bei diesem Raum. Ich hatte tatsächlich, ich verrate das jetzt einfach mal, ich hatte pro Raum tatsächlich einen Drittel Tag, um den fertig zu bekommen. Ich habe so ziemlich alle Screens von Edna bricht aus innerhalb von weniger als anderthalb Monaten gezeichnet. Ich hatte einfach nicht mehr Zeit. Du Armer. Ja, der Zeitdruck und der Kaffee äußert sich ziemlich genau in der Linienführung. Hier rechts im Bild zu sehen. Kaffeemaschine zentral im Bild, Linienführung rechts im Bild. Guckt es euch an. Edna bricht aus. Mein Name ist Poki. Vielen Dank. Den Wasserhahn, den haben wir noch gar nicht ausprobiert. Hey, ihr Kreaturen des nassen Elements! Jemand zu Hause? Neptun? Klabautermann? Captain Igloo? Schön die Hände waschen, Edna. Sonst steckst du dich mit Corona an. Ja, Harvey. Willst du baden, Harvey? Igitt, nein. Ja, ich glaube, jetzt haben wir hier alles gesehen. Pausenraum. Na dann, wieder zurück.